Ich bin der Karl Brandstätter, bin in Kärnten geboren und aufgewachsen. Und nach der Mittelschule, also nach der Matura, bin ich auf die Akademie der Bildenden Künste gegangen. Vorher war ich noch in Salzburg auf der Sommerakademie, wo ich den berühmten Johnny Friedländer kennengelernt habe, der dort die Klasse der Radierung geleitet hat. Ich habe mich mit ihm also gut verstanden und er hat mich dann nach Paris eingeladen, zu sich in sein Atelier, um die Technik der Radierung zu vertiefen und noch besser kennenzulernen. Das habe ich dann auch gemacht mit einem Stipendium von Wien nach Paris. Und aus diesem Stipendiumjahr sind dann 10 Jahre fix Paris-Aufenthalt geworden. Ich habe dort im Atelier Friedländer teilweise auch das Atelier geführt, die Techniken kennengelernt und erweitert. Und auch natürlich die Künstlerkollegen, die dort mitgearbeitet haben. Es war eine sehr intensive, schöne Zeit. Es waren die Jahre 68, die Studentenunruhen, die ganze Welt, die ganze Kunstwelt durcheinander gewirbelt hat dabei. Und nach diesen vielen Paris-Jahren begannen die Reisen ein bisschen durch die Welt, also nach Amerika, nach China, wo ich unterrichtet habe im Art Forum. Eine Ausstellungsserie dieser Jahre war sehr umfangreich in allen Ländern, weil ich hatte mehrere Galerien, die mich vertreten haben im Ausland. Und so konnte ich meine Arbeiten gut herzeigen. Beschäftigt hat mich immer die Philosophie auch in der Malerei. Das Nachdenken über den Menschen, über das, was uns umgibt und was uns auch bewegt. So ist auch der Zyklus über Faust entstanden. Und die Auseinandersetzung des Menschen mit dem, was ihn menschlich macht, hat mich sehr fasziniert und das habe ich in einer Bildserie niedergelegt. Denn gegenüber stehen die Bilder aus Spanien, die also die Windmühlen zeigt, die Serie über die Windmühlen, wobei also, das ist also meine persönliche Auseinandersetzung, die Windmühle und ich. Also nicht der Don Quixote, sondern der Karl Brandstätter gegen die Windmühlen. Weiters hat meine Malerei mich mit vielen guten und interessanten Menschen zusammengeführt und ich bin diesen Leuten auch sehr dankbar, weil sie mitgeholfen haben, meine Kunst den Leuten näher zu bringen und besser verstehen zu lassen. Zum Beispiel einer dieser wichtigen Männer ist Gotthard Fellerer, der mich eingeladen hat, diese Ausstellung zu bestücken und mir hier einen neuen Raum eröffnet, also sein Umfeld und seinen Bekanntenkreis damit einbezieht.